Handwerker, die vor 50, 60 oder sogar 65 Jahren ihren Meisterbrief erworben haben, standen im Mittelpunkt der Altmeisterfeier der Handwerkskammer Koblenz. Über 150 von ihnen erhielten aus den Händen von HWK-Präsident Werner Wittlich ihre goldenen, diamantenen oder eisernen Meisterbriefe. In seiner Festansprache ging Wittlich auf das geleistete Lebenswerk eines jeden Einzelnen ein und stellte die persönliche berufliche Meisterschaft in einen politisch-gesellschaftlichen Kontext. Denn in den schweren Jahren der Nachkriegszeit haben die jetzt ausgezeichneten Handwerker nicht resigniert, sondern nach vorne geschaut und ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen. Der Meisterbrief zählte dazu und wurde so auch Teil deutscher Wirtschaftswunderjahre. Eine Erfolgsgeschichte, die mit der Altmeisterfeier nochmal im Rampenlicht stand und in Kurzfilmen über drei der Jubilare stellvertretend für alle vorgestellt wurde. Peter Grechel, Bäckermeister aus Halsenbach. Bäckerhandwerk, ein Stück Familiengeschichte. Mein Vater hat die Bäckerei in Halsenbach 1936 gekauft. Wir kamen vom Maifeld. Ja. Und da hat meine eine Bruder, der hat schon gelernt, mein Vater, vor dem Krieg. Und ich dann auch im Krieg, dann 41 bis 44. Der Ausbildung folgen Gesellenjahre und der weitere Ausbau des Betriebes, den Peter Grechel übernehmen soll. Was aber die Meisterprüfung voraussetzt. Man musste zuerst einen Meisterkursus haben. Und vor allen Dingen mussten wir vier Gesellenjahre damals aufweisen, ja, um überhaupt sich anmelden zu können. Ja, und dann war der zum Meisterkursus angemeldet. Und dann bin ich abends um 6 Uhr immer zum Kursus gefahren nach Koblenz. Ganze Jahr lang, ja, bis dann der Prüfungstermin kam. Gell? Da haben wir die Prüfung gemacht in Koblenz, ja. Was auch bedeutet, ein Jahr lang nach der Arbeit in der Backstube, die mitten in der Nacht beginnt, abends die Bank der Meisterschule bei der Handwerkskammer in Koblenz drücken. Eine harte Zeit, der als Lohn 1951 der Meisterbrief folgt und schließlich die Übernahme des Familienunternehmens. Ich habe die vom Vater 55 übernommen. Und da habe ich mich dann gleich umgestellt und habe dann Dampfbackofen gekauft. Mit vier Herden, ja, 2 Meter tief und 1,40 breit, ja, da konnten wir schon was backen, da ging schon was rein. Peter Grechel investiert in den Betrieb und baut ihn über Jahre systematisch aus. Zwischen 1955 und 1989 ist er Chef und hinterlässt in mehr als 30 Unternehmerjahren seine Spuren. Hab aber mittlerweile neu gebaut gehabt in Emmelshausen, also einen Zweigbetrieb, ja, und hat dann gleich 2 Betriebe weitergeführt. Anschließend eine Filiale im Supermarkt, dann ein Verkaufsmobil, was über die Dörfer gefahren ist. Und dann schon, naja, dem Sohn übergebe. Ich habe genug gearbeitet. Ein arbeitsreiches Leben, auf das Peter Grechel gerne zurückschaut. Denn er hat Dinge aufgebaut, die bleiben und längst schreiben neben Sohn Rainer Grechel auch die Enkelin Tatjana die Unternehmensgeschichte fort. Denn die 18-Jährige soll das Werk von 3 Generationen weiterführen. Horst Nussbaum, Rollladenbauermeister aus Unkel. Weg zum Meisterbrief mit Hindernissen. 1951 kam ich in die Lehre als Schiffbauschlosser und die 3 Jahre als Lehrling. Und nach der Lehre kam ich dann über einen Bekannten in eine Schlosserei, Gunsenbauschlosserei, die unter anderem Rollladen, Jalousien und Rollgitter und alle möglichen Sachen herstellt, und nach dem Krieg, das war 1954, waren die Aufbautätigkeiten ja sehr groß und es wurden viele Balkoniländer gebraucht und vor allen Dingen auch Rolltore, um Garagen und Werkstätten neu zu errichten. Und nach einiger Zeit wurde ich dann animiert, mich doch selbstständig zu machen hier in Unkel. Und daraufhin habe ich dann versucht, auch den Betrieb zu eröffnen.
1958 gemacht. Natürlich kam ich dann in sehr große Schwierigkeiten mit der Handelskammer. Weil Horst Nussbaum noch keinen Meisterbrief hat. Eine Betriebsgründung ist so nur mit Ausnahmeregelungen möglich und der Handwerker aus Unkel soll schnellstmöglich die Meisterprüfung ablegen. Doch es gibt keinen Meisterprüfungsausschuss, der zunächst bei der Handwerkskammer Koblenz gebildet werden muss. So ist Horst Nussbaum Teilnehmer des ersten Meisterprüfungslehrgangs seines Handwerks und erlebt eine Premiere. Weil das ja alles durcheinander gewürfelt war. Es war Schreiner, es waren Schlosser, es waren sämtliche Berufe, die sozusagen sich jetzt vereinen sollten auf den Rollladenbau. Und das war schon sehr schwierig. Das war sehr schwierig. Auch die Prüfungsbedingungen, die waren ziemlich verwirrend, kann man sagen. Es ging um Holz, es ging um Stahl, es ging um alle möglichen Sachen. Aber von jedem nur ein bisschen. Aber naja, das ging ja auch. 1963 habe ich dann meine Meisterprüfung gemacht. Und dann in Freuden konnte ich dann meine Arbeit tätigen. Mit dem Meisterbrief wächst der Betrieb und auch die eigene Familie. Denn die Nussbaums ziehen 6 Kinder groß, von denen sich 2 für das Rollladenbauerhandwerk entscheiden und ihrerseits zu Meisterehren kommen. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Also man kann sagen, dass man auch die Früchte dann weitergibt. Ne? Dass man sagen kann, so die Sache läuft und man gibt sie weiter und die auch Interesse haben, es weiterzuführen. Ne? Und das ist natürlich ein sehr gutes Gefühl. Ne? Und man freut sich auch immer wieder, wenn man hier hinkommt und sich hier mal wieder umschaut, dass das alles sehr gut funktioniert. Ständig neue Herausforderungen und ein sich permanent veränderndes Handwerk. Wechselnde Kundenwünsche. Beim Blick zurück eher Fluch als Segen. Würde Horst Nussbaum den vor einem halben Jahrhundert eingeschlagenen Weg nochmals wählen? Ich bin sehr zufrieden. Ich würde das immer wieder machen. Immer wieder. Doch, war sehr schön. Für alle Harte. Heinz Börner, Fliesen-, Platten- und Mosaikligameister aus Koblenz. Frühstart als Handwerker. Ich war sehr jung. Ich wurde schon mit 14 Jahren in die Firma gedrängt, aber ohne irgendwelche Unterlagen. Zu der Zeit gab es noch keine Gesellenprüfung für die Fliesenleger. Und Meisterprüfung erst recht nicht, das gab es erst später. Es hat aber dann insofern gut geklappt. Ich habe die Lehre gemacht vor dem Krieg, habe dann die Gesellenprüfung noch gemacht und dann ging es nachher zu den Soldaten. Meine Mutter hat ja die Firma weitergeführt während des ganzen Krieges. Die hatte immer noch 3 Leute beschäftigt. Und nach dem Krieg, ja, da musste man sehen, dass man die Meisterprüfung gemacht hat. Das hat auch ganz gut geklappt. Und ja, als ich dann zu Hause ankam mit dem Meisterbrief, da hat meine Mutter gesagt, ja, ab morgen bist du hier, ich nicht mehr. Und so ist das gelaufen bis heute. Ich habe das genauso praktiziert mit meinem Sohn. Wie der so weit war, habe ich auch gesagt, jetzt bist du und ich nicht mehr. Doch auf dem Weg durch Jahrzehnte unternehmerischer Tätigkeit hat Heinz Börner viel geschaffen und seine Spuren hinterlassen, was massive Veränderungen einschließt. So auch baulich rund um die Urzelle Schützenstraße 11. Ich habe das Haus drüben gebaut und ich hatte ein herrliches Einfamilienhaus dahinter stehen. Wie das vorne fertig war,
Da hat im ersten Stock der Balkon gefehlt, weil das Haus im Weg stand. Da sagte ich, naja, ist ja kein Problem. Dann ziehe ich in der oberste Stockwerk, bin dann umgezogen in der Neubau. Und das war dann 15 Jahre alt, war das, haben wir abgerissen. Wir haben hier in der Ecke ziemlich viel investiert und wir haben keine Schulden. Worauf der heute 91-jährige Handwerksmeister stolz sein kann. Er hat stets gut gewirtschaftet und kann auf ein spannendes Leben zurückschauen, von dem er sagt: Ich möchte auf keinen Tag verzichten. Das war immer eine Herausforderung, das gesamte Leben, aber ich habe es gut gemeistert. Aber es war auch nur möglich, mit meiner Frau zusammen. Und die ist genau wie ich, 91. Ja. Familie war und ist Heinz Börner wichtig, der zu seinen Kindern, Enkelkindern und Urenkeln ein sehr enges Verhältnis pflegt und gegenseitige Hilfe über alle Maßen schätzt. Noch heute gerne und regelmäßig im Betrieb vorbeischaut, dessen Entwicklung eng mit seinem Meisterbrief von 1948 verbunden ist. Käthe Krummholz, Damenschneidermeisterin aus Fallenda. Erinnerung an die Ausbildung. Das war eine schwere Zeit eigentlich. Das war während des Krieges von 40 bis 43 habe ich die Lehre gemacht bei Fräulein Prachtendorf in Koblenz in der Schlossstraße und habe dann auch in der Zeit die Gesellenprüfung gemacht, anschließend noch weitergearbeitet als Gesellin bis zum Ausbomben. Die junge Käthe Bell wird evakuiert nach Thüringen und kehrt nach Kriegsende ins zerstörte Koblenz zurück. Mit klaren Plänen und Vorstellungen, denn bereits während der Lehrzeit wusste sie, wie es beruflich einmal weitergehen soll. Ich habe also zum Beispiel in der Lehre schon den Wunsch geäußert, meiner Meisterin gegenüber, ja, ich möchte mal die Meisterprüfung machen. Und war die ganz entsetzt und hat gesagt, nein, du musst heiraten. Wenn das nichts wird, kannst du immer noch. Das war so die. Aber ich hatte eben eine feste Vorstellung davon, was ich mal möchte. Und habe das ja dann auch nach der Heirat weitergemacht. Und dann Familie und Betrieb unter einen Hut gebracht. Was ganz wunderbar klappt. Und so baut Handwerksmeisterin Krummholz nach der Meisterprüfung 1949 ihren Betrieb auf und zieht 4 Kinder groß, trotz aller Widrigkeiten der Nachkriegsjahre. Zu der Zeit hat man selbst Ansprüche an sich gestellt. Das war ja nun die Nachkriegszeit noch und man musste sich erst mal alles selbst anschaffen. Unsere Eltern hatten ja auch nichts zu vergeben, die haben selbst wieder angefangen. Und und so eine Schneiderei, die können sie ja im Haus betreiben. Und was man dann am Tag vielleicht mal nicht geschafft hat durch Familie und Kinder, dann hat man auch abends weitergearbeitet. Mit Ehrgeiz, handwerklichem Können und einem schnell wachsenden Kundenkreis, zu dem auch Politikergattinnen aus der damaligen Bundeshauptstadt Bonn zählen, schwenkt Käthe Krummholz auf eine unternehmerische Erfolgsspur ein und erarbeitet sich eine ganze Reihe nationaler und internationaler Auszeichnungen. Ich habe selbst da
liegen sie da hinten auch. Dort sind mindestens 25 Golfmedaillen, die ich auf den Veranstaltungen bei so modischer Wettbewerb, nannte man das, bekommen habe. Und dann als größte Auszeichnung, das war also auf Bundesebene, dann die Silberne Rose, hängt auch da die Urkunde. Zu Recht ist Käthe Krumholz noch heute stolz auf diese Erfolge. Das erworbene Wissen gab sie ständig weiter. Und so werden über Jahrzehnte Jugendliche unter ihrer Regie ausgebildet. Darunter auch zwei ihrer Töchter, die haben es ja zumindest so weit gebracht, dass sie jeweils in die Älteste in Düsseldorf, die Jüngste in München. Und das war ja ein gewiss großer Kreis dann, dass sie da Jahresbeste waren und die entsprechende Auszeichnung auch bekommen haben. Ein Stück ihres handwerklichen Schaffens wird so bewahrt und ist Teil der Familiengeschichte, in der Käthe Krumholz deutlich ihre Spuren hinterlassen hat. Eben noch im Film, jetzt mit dem diamantenen Meisterbrief in der Hand und einem Lächeln im Gesicht. Käthe Krumholz nahm von HWK-Präsident Werner Wittlich die Auszeichnung und Glückwünsche entgegen. Genauso wie Peter Grechel und Diamant-Altmeister Heinz Börner. Traditionell überreicht der Präsident jedem Einzelnen der Jubilare persönlich die goldenen, diamantenen oder eisernen Meisterbriefe und wechselt dabei auch einige persönliche Worte. Die Altmeisterfeier, das ist mehr als die feierliche Vergabe von Jubiläumsmeisterbriefen. Es ist auch eine Zeitreise durch die Geschichte und honoriert die persönlichen Leistungen einer Generation, die viel geleistet, geschaffen und auch weitergegeben hat. Eine Feier für die Altmeister und ihre Familien, die ein hohes öffentliches Ansehen genießt und doch einen sehr persönlichen Bezug zu den Jubilären hat, deren Lebenswerk im Mittelpunkt steht.